Stefan Meyer von der CSU ist der alte und neue Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Altötting. Er siegte mit mehr als 65% der Stimmen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir vor dem heutigen Wahltag gar keine konkreten Vorstellungen gemacht, wie das Ergebnis sein wird. Natürlich ist der Wahltag immer ein Stück weit Zeugnistag, sprich man bekommt dann die Quittung dafür, wie man oder wie die Arbeit von einem auch entsprechend registriert wird, welchen Eindruck die Bürgerinnen und Bürger davon haben, wie man sich ihre Anliegen annimmt, wie man sich um die Belange der Kommunen, um die Belange der Landkreise kümmert. Und ich bin wirklich allen Wählerinnen und Wählern sehr dankbar, die mich gewählt haben, sage aber auch ganz offen zu. Es bleibt auch für den Fall, dass ich wiedergewählt werde, auch bei meiner Zusage. Ich bleibe und bin für jeden ansprechbar. Ich nehme mich jeder Belange an. Ich frage nicht danach, welches Parteibuch jemand hat. Ich frage auch nicht danach, welche Couleur in einer Stadt oder Gemeinde regiert. Für mich ist es wichtig, Ansprechpartner und ansprechbar für alle zu sein. Und dabei bleibt es auch. Wenn Sie ein bisschen reinhören in Ihren Wahlkreis, welche Themen sind da besonders wichtig? Wofür möchten Sie im Bundestag streiten? Ja, das prioritäre Thema bleibt natürlich die Verkehrsinfrastruktur. Also schon beim ersten Mal, als ich vor 11 Jahren kandidiert habe, waren die beiden Themen Weiterbau der A94 und zweigleisiger Bahnausbau zwischen München, Mühldorf und Freilassing die beiden Top-Themen. Daran hat sich, was die Themen anbelangt, nichts geändert. Gott sei Dank konnte doch durchaus in beiden Anliegen auch ein deutlicher Fortschritt erreicht werden. Aber es gibt keinen Grund, hier müde zu werden und bequem zu werden und die Hände in den Schoß zu legen. Da liegt auch in den nächsten 4 Jahren sehr viel Arbeit vor uns. Es gilt wirklich jetzt, die Weichen endgültig in die Richtung zu stellen, dass die A94 aus meiner Sicht bis 2018 fertig wird zwischen Merktl und München. Darüber hinaus hatte ich schon den Eindruck, dass das Thema Energiewende die Bevölkerung bei uns in der Region stark bewegt. Wir haben sehr viele energieintensive Unternehmen bei uns in der Region, vor allem in der chemischen Industrie. Dementsprechend hängen auch sehr viele Arbeitsplätze in unserer Region von energieintensiven Unternehmen ab. Und da gab es natürlich schon auch bei den Veranstaltungen häufig die Frage, wie geht es denn weiter mit dem Strompreis? Wie entwickelt sich der Strompreis weiter? Also wir wollen natürlich festhalten an der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende, an dem deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber das darf keinesfalls dazu führen, dass uns der Strompreis weiter durch die Decke schießt. Also das wird mit Sicherheit auch in den nächsten 4 Jahren eine der großen Herausforderungen sein. Sie gelten auch als Fachmann auf dem Gebiet der Innenpolitik. Wo möchten Sie dort Akzente setzen? Ja, ich habe die letzten 11 Jahre im Innenausschuss wirken dürfen. Mal sehen, ob ich es weiterhin tue. Mir macht die Innen- und Rechtspolitik sehr viel Spaß. Das sind sehr interessante Themenfelder, die bleiben auch weiterhin sehr spannend. Wir sind als Deutschland auch weiterhin im Fokus des internationalen Terrorismus. Auch wenn wir Gott sei Dank bisher von Anschlägen verschont geblieben sind, darf man hier auch nicht müde werden. Also auch wenn die Innenpolitik und innenpolitische Themen jetzt im Wahlkampf nicht die herausragende Rolle gespielt haben, glaube ich, bleibt die Innenpolitik auf Bundesebene weiterhin ein sehr, sehr spannendes Themenfeld.